Herr Dr. Konstantin von Brandenstein-Zeppelin, das ist jetzt der offizielle Name. Sie haben gesagt, da dürfen wir drauf verzichten. Sie kürzen den selbst auch immer ab. Trotzdem komme ich um den Zeppelin nicht herum. Zeppelin, ich denke noch zurück als kleiner Stöpsel, Zeppeline, boah, habe ich von gehört. Und Sie sind mit dem verwandt, ne? Mit diesem Graf Zeppelin. Das war mein Urgroßvater, ja. Ja, erzählen Sie mal, haben Sie da eine Erinnerung oder wissen Sie da irgendwas? Nein, ich habe schon gedacht, Sie erzählen jetzt, wie Sie als Kind das Luftschiff immer noch gesehen haben vor dem Krieg. Nicht aber wirklich. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu früh gewesen. Nee, es gab Reklame-Luftschiffe noch, die kenne ich. Ja, stimmt. Die fahren heute noch in der Gegend herum. Es gibt jetzt wieder welche am Bodensee und wir sind in der Tradition aufgewachsen und tragen den Namen, weil das der Urgroßvater war. Und das war schon eine spannende Zeit, weil er, wie man sagte, der erste Mensch war, nach diesen vielen Ballonen, die irgendwo hinfuhren, der in verschiedene Richtungen in die Luft schiffen konnte. Und das war was ganz, also auf gut Deutsch fliegen. Und das war schon was Besonderes. Es war eine harte Zeit, sich da durchzusetzen mit so einer merkwürdigen Idee. Er hieß der verrückte Graf vom Bodensee. Und es gab eine nette Geschichte, wie er im Zug fuhr und ein Herr im Abteil mit ihm diskutiert und ihn dann fragt, sagen Sie mal, Exzellenz, sollte man die Luft nicht lieber den Vögeln überlassen? Und da sagt er, ja, ja. Und die Erde den Rindviechern. Und er hat sich durchgesetzt. Nun war er ein Visionär, aber er hat auch Rückschläge gehabt. Und da war es eigentlich ganz spannend. Geld war alle, Unglück hat es gegeben. Ich meine noch nicht Lakehurst, was ja dann das Ende der Zeppelin-Fahrerei war. Aber es war irre, wie also seinerzeit, man muss wirklich sagen, das deutsche Volk reagiert hat. Es gab einen großen, er wollte das Luftschiff eines Reich verkaufen, weil es, um es zu finanzieren. Es machte eine Probefahrt und bei Stuttgart in Echterdingen musste es notlanden, weil der Motor kaputt war und es riss sich dann los in einem Sturm und verbrannte. Und das hat das deutsche Volk so fasziniert, die diese Fahrt vorher miterlebt hatten, im Radio behaupte ich mal, und dass sie spontan ihm 6 Millionen Goldmark gespendet haben, das wären heute ungefähr 80 Millionen Euro, und damit konnte er dann die gesamte Industrie am Bodensee eigentlich aufbauen, für das Luftschiff. Das war jetzt der Zeppelin in Ihrem Namen. Jetzt kommt vielleicht noch zu dem Brandenstein. Sie wohnen auf Burg Brandenstein. Ja, das ist eine kleine Burg im Hessischen, mitten im Wald. Und da wohne ich und das hat mein Urgroßvater gekauft. Die hieß so wie er. Gell, das fand er wahnsinnig witzig. Vor 100 Jahren war das Historismus da. Fand man das toll, Burgen und Mittelalter, Nostalgie und lauter solche Dinge. Und wir leben da jetzt und haben einen Untermieter, der macht da Kurse für Schnapsbrennen, Bierbrauen, Körbeflechten. Also eine Form von Erwachsenenbildung? Genau, damit. Und ich finde das total schön und unterstütze das, weil ich es schön finde, wenn möglichst viele Leute an diesem schönen mittelalterlichen Gemäuer, so wie wir, Freude haben können. Und dazu haben Sie zwei Feste, das müssen wir einfach, glaube ich, sagen. Sie haben zwei Feste im Jahr, wo Sie wirklich einladen, Leute kommen vorbei. Was sind das für Feste? Ja, das eine ist der Muttertag, das heißt bei uns Apfelblütenfest. Das Ganze war früher eine Obstanlage. Und das zweite ist der zweite Sonntag im September, ist gerade vorbei. Und das ist der Tag des offenen Denkmals. Da machen wir seit vielen Jahren mit. Und da ist das Haus offen und die Museen, die wir im Haus haben, sind offen. Und da kann jeder kommen und es kostet nichts. Und alle haben Spaß. Museum ist ein gutes Stichwort. Sie haben ein Holzgerätemuseum auf der Burg und Sie haben uns einen Teil mitgebracht. Das finde ich. Noch versteckt. Auf Ihre Bitte habe ich dieses Ding hier mitgebracht. Genau. Sollen wir das? Ja, bitte. Erzählen Sie mal, was ist das? Also es ist ein Spezialgegenstand aus unserem Museum. Und man kann das vielleicht sich so ein bisschen angucken. Und vielleicht müssen Sie es ganz ruhig halten, damit die Kamera gut einfangen kann. Ja, die sind gut. Also das ist so eine Röhre und da ist so ein Metall oben drauf, mit so einer Spannung und mit so einem Galgen und den tut man da rein und dann bindet man mit einem Faden, bindet man das so und zum Schluss hält der Faden diesen Galgen und den Faden tut man durch Speck durchziehen und die Maus kommt dann anspaziert. Geht da vorne rein, knabbert an dem Faden und wenn sie ihn abgeknabbert hat, dann macht es zack und der Galgen geht hoch und sie wird erwürgt und daher kommt der Ausdruck
Da beißt die Maus keinen Faden ab. Du kannst klatschen, wenn du willst. Aber normalerweise haben Sie ja keinen Killerinstinkt, sondern im Gegenteil, also als Malteser, und Sie sind 25 Jahre in leitender Funktion bei den Maltesern, als Malteser haben Sie eigentlich genau die gegenteilige Intention, Sie wollen helfen. Was ist der Malteser Hilfsdienst, was sind Ihre Aufgaben als Präsident dieses Hilfsdienstes? Ja, also ich bin da sowas ähnliches wie ein Aufsichtsratsvorsitzender, leite das Präsidium und vertrete den Malteser Hilfsdienst nach innen und nach außen. Und habe die große Freude, wenn wichtige Termine sind in irgendeiner Diözese, wir sind nach Diözesen organisiert, dann gehe ich dahin und darf denen gratulieren zu 50 oder 60 Jahre Arbeit und mich mit denen freuen über das, was sie tun. Ich habe gerade vor ein paar Tagen 25 Jahre Malteser in Görlitz gefeiert. Das war die erste Gliederung in den neuen Bundesländern und die sind seitdem hochaktiv, haben mehrere tausend Aktive und tragen da dazu bei, dass die Welt besser wird. Und das ist schon eine große Freude. Sie haben mal gesagt, es gibt so drei Punkte, die also für die Malteser irgendwo so wesentlich sind. Ja, die kommen normalerweise eben erst am Schluss. Aber ich machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Ich finde sie sehr plastisch. Ich sage furchtbar gerne, warum sind die Malteser was Besonderes? Einmal, unsere Hilfe wird gebraucht. Zum Zweiten, helfen macht Freude. Das lernt man bei uns. Und zum Dritten, es ist mit Abstand der sympathischste Weg in den Himmel. Was gibt Schöneres? Normalerweise engagiert sich Ihr Verband nicht politisch, aber es gibt einen Bereich, wo Sie also durchaus politisch aktiv sind, das ist der Lebensschutz. Und Sie haben gerade also so einen schönen Spruch gesagt, ich glaube auch zum Lebensschutz haben Sie so ja. Einen Satz, der tatsächlich in ganz kurzer Form zusammenfasst, wie Sie dazu stehen. Ja, wir sind zu dem Bereich engagieren wir uns und diskutieren und versuchen, unsere eigenen Erfahrungen einzubringen. Wir haben in Deutschland 2.500 Ehrenamtliche, die Hospizarbeit machen, das heißt Sterbende auf dem letzten Weg begleiten und anschließend Trauernde. Und deswegen ist das ein Schwerpunktbereich von uns. Und da geht es jetzt gerade um die politische Frage des assistierten Suizids. Wie darf ich beim Selbstmord helfen? Und da haben wir formuliert einen Satz, den ich sehr liebe, der heißt, wenn jemand am Leben verzweifelt, dann sollte man ihm die Verzweiflung nehmen und nicht das Leben. Sie haben in unserem Vorgespräch, ich glaube, das dürfen wir ruhig sagen, in unserem Vorgespräch haben Sie mir von einem Fall berichtet, wo tatsächlich vier Damen, glaube ich, waren es, ganz plastisch deutlich gemacht haben, was sie damit meinen. Das war in Fulda ein Fall vor ein paar Jahren, wie von einem Arzt unsere Ehrenamtlichen gebeten wurden, eine Nachtwache oder eine Sitzwache zu machen bei einer sterbenden Dame. Und die haben das sehr schnell organisieren können und haben dann 4 Tage lang sich abgewechselt am Bett dieser Dame, die dann nach 4 Tagen gestorben ist. Und danach haben sie den Schrank aufgemacht und in dem Schrank gab es ein Kleid. Anschließend bei der Beerdigung waren alleine der Geistliche und unsere 4 Begleiter. Das heißt, das muss eine Dame gewesen sein, die überhaupt keine Freunde hatte. Und wir hatten die Chance, ihr die letzten Tage ihres Lebens nahe zu sein und sie zu begleiten und ihr das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein. Da macht Helfen Freude. Vielen Dank. Malteser, da steckt das Wort Malta drin und vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, man könnte Stunden darüber reden, aber ganz kurz erklären, was haben die Malteser mit Malta zu tun? Ich darf den Bogen spannen. Die Malteser sind vor 900 Jahren gegründet worden in Jerusalem, wo es viele europäische Pilger gab und haben die versorgt in einem Hospital. Wurden dann, wie die alle anderen Christen, auch aus dem Heiligen Land vertrieben und sind nach Rhodos gegangen, waren da 250 Jahre, wurden da wieder vertrieben von den Türken, sind dann nach Malta gekommen, wo der Kaiser ihnen
quasi Asyl gegeben hat und waren da auch über 200 Jahre, bis Napoleon sie dann auch von da vertrieben hat. Also richtig so eine Entwicklung. Und in der Zeit in Malta haben sie dort riesen Festungen gebaut und wunderschöne Palais und so, diesen ganz großen Hospitalsaal. Immer wo die Malteser waren, war ein großes Hospital, den kann man sich heute noch anschauen. Da waren Kongresse drin und ich kann nur sehr empfehlen, sowohl Rhodos als auch Malta, die Spuren der Malteser unseres Ordens da anzugucken. Das macht schon große Freude. Heute ist der Sitz in Rom. Aber dadurch, dass also dort eben immer Hospitäler dazugehörten, das war immer eigentlich eine wesentliche Aufgabe der Malteser, also Menschen zu helfen. Dadurch leitet sich auch der heutige aktuelle Sanitätsdienst der Malteser ab. Ja, kann man sagen. Aber die Betreuung von Pilgern spielt eine große Rolle bei uns bis zum heutigen Tag. Und wir betreuen Pilger auf der ganzen Welt, auch in den Diözesen hier in Deutschland. Und unsere Ehrenamtlichen sind ganz stark Sanitäter, damit auch im Rettungsdienst aktiv, im Katastrophenschutz aktiv. Und das haben jetzt sehr mit viel Schwung aufgebaut in über 500 Schulen, Schulsanitätsdienste, was Wunderbares ist, weil da können Kinder eben was leisten, was bisher die Lehrer gemacht haben oder die Sekretärin vom Direktor. Und die können das und können es sehr gut. Und wenn die nach ein paar Jahren diesen Dienst gemacht haben, in der Schule mit 1000 Schülern, haben sie 2 Hilfeleistungen am Tag, da kriegen die richtig Routine und werden richtig gut und sind dann für uns hochattraktiver Nachwuchs. Und wir müssen uns um die bemühen, dass die dann zu uns kommen, bei unseren Einsätzen mitmachen und da Spaß dran haben. Und es sind Einsätze im Inland, im Ausland, beim Papstbesuch, am Weltjugendtag, am Bonifatiusfest in Fulda, was auch immer. Es gibt mittlerweile ein Café Malta. Das ist auch eine Einrichtung der Malteser. Was verbirgt sich hinter diesem Namen? Ja, wir versuchen immer, neue Nöte zu entdecken. Und eine ganz moderne Not heute ist die Demenz. Und die Demenz wird immer mehr. Wir haben etwa 1,4 Millionen Menschen in Deutschland, die an Demenz erkrankt sind. Und das führt zu ganz großer Belastung für die Angehörigen. Und wir wollen denen helfen. Und haben vor ein paar Jahren angefangen mit Einrichtungen, wo wir uns einen Raum mieten und mit unserem Fahrdienst Demenzpatienten abholen, 3-4 Stunden betreuen, liebevoll mit Kaffee und Kuchen und Mensch ärgere dich nicht und was auch immer und bringen sie wieder nach Hause. Und die Angehörigen haben dann ein paar Stunden mal Zeit für sich und das machen wir 3, 4, 5 Mal in der Woche, bieten wir das an und wird sehr stark angenommen, immer mehr. Eine singuläre Einrichtung oder ist dann eine Ausdehnung gedacht? Wie sieht das aus? Also wo wir hinkommen, ist die Nachfrage da, ist immer meistens mehr Nachfrage da, als wir anbieten können. Und das geht überwiegend mit Ehrenamtlichen, die kriegen einen kleinen Obolus. Aber wir suchen für solche Dienste auch Ehrenamtliche und das macht große Freude. Wir haben jetzt gerade in Mainz angefangen, da zu integrieren Jugendliche, Schüler. Junior-Demenzbegleiter nennen wir den. Was Schöneres gibt es gar nicht, weil diese hilfsbedürftigen Eltern werden betreut von den Jungen, die mit ihnen spazieren gehen, die mit ihnen Eis essen gehen oder sonst was. Denen sagt jemand Danke, was nicht so häufig ist bei Kindern oder Jugendlichen. Und die Alten haben Junge um sich herum, die sich um sie, ganz alleine um sie kümmern. Was Schöneres gibt es nicht. Sagen Sie mir 2 Sätze zu MMM. Ja, das ist auch eine Sache, die wir vor einigen Jahren neu angefangen haben. Wir haben festgestellt, es gibt in Deutschland eine ganze Menge Deutsche und Migranten, vor allem illegale Migranten, die keine Krankenversicherung haben. Und wir haben in mittlerweile 14 Städten in Deutschland aufgebaut kleine Ambulanzen, kleine Arztpraxen, wo Menschen ohne Krankenversicherung hingehen können und behandelt werden und eine Notfallmedizin bekommen, die ihnen aber ganz oft das Leben rettet und sie bei großen Schmerzen und oft verschleppten Krankheiten ihnen helfen. Oder auch Geburtshilfe gehört dazu? Ja, in Berlin haben wir die ersten 5 Jahre 300 Babys auf die Welt gebracht. Möchte ich wissen, was da passiert wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. Wie sieht für Sie Sie kennen den doppeldeutigen Sinn, aber wie sieht für Sie ein Wohlfühlmorgen aus? Auch so eine Sache. Das haben wir angefangen in Düsseldorf, Köln, jetzt Hamburg, München denkt gerade drüber nach. Das ist ein Wohlfühlmorgen für Obdachlose. Da kommen, ich habe das mehrfach miterlebt, in Köln vor allem,
Da kommen 300 Obdachlose, kriegen ein köstliches Frühstück, dürfen sich duschen, kriegen die Haare geschnitten, kriegen einen medizinischen Check, kriegen neue Kleider, kriegen Maniküre, Pediküre, der Hund wird noch versorgt, wenn es drauf ankommt, und genießen es einfach, da zu sein. Wunderbar. Da gibt es eine schöne Anekdote. Ja, wunderbar. Eins von diesen, das Ganze ist an der Schule, gell? Das sind auch Schüler, die das Ganze machen. Und dieses Zusammenspiel von Hilfsbedürftigen mit jungen Leuten ist was sehr Schönes. Und eins von den Mädchen sagte: Möchten Sie gerne ein Spiegelei oder ein Rührei oder ein weiches Ei? Und das sagte der Obdachlose: Kindchen, was du mir bringst, ist mir ganz egal. Aber dass du mich das fragst, das hat mich seit 30 Jahren niemand mehr gefragt. Was bedeutet sowas für Sie? Macht Freude. Da lohnt sich die Arbeit. Und deswegen die Sache mit dem sympathischen Weg in den Himmel. Ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte, eine richtig schöne. Nach so einem Termin hat einer von den Obdachlosen, die Malteser, gefragt: Was macht ihr denn sonst so? Dann erzählt er also alle möglichen Dienste. Und dann sagt der Malteser: Und einmal im Jahr fahren wir nach Kebela auf eine Wallfahrt mit Behinderten und begleiten die. Ja, und was macht ihr da? Ja, da schieben wir die Rollstühle dahin. Ja, das sagt der Obdachlose: Können wir das nicht auch? Das sagt der Malteser: Doch, das könnt ihr auch, wenn ihr euch ein bisschen ordentlich gut wascht und Haare ordentlich und alles, kein Problem. Seit 10 Jahren fährt zu dieser Kevela-Wallfahrt ein Omnibus mit 50 Obdachlosen und die schieben die Rollstühle. Und denen sagt jemand dankbar: Danke, ist das nicht schön? Wir haben ihre Würde wieder. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort: Würde. Können Sie das nochmal erläutern, was Sie darunter verstehen? Da geben Ihre Leute Menschen die Würde wieder zurück. Was heißt das eigentlich? Schauen Sie, man denkt, Obdachlosen muss man helfen. Aber dass die Menschen sind wie Sie und ich, die selber gerne auch helfen wollen, die Wert haben wollen, die mit dem, was sie tun, anderen auch gerne für andere da sind. Es ist nun mal das Schönste, was es gibt, für andere da zu sein. Dass sie das können und dass man ihnen das so eine Gelegenheit gibt und dass sie das voll anerkannt tun. Ich habe neben so einem Obdachlosen mal einen Rollstuhl geschoben. Das macht einfach Riesenfreude. Und ach, da gibt es schöne Geschichten. Einmal haben sich welche verirrt und die kamen dann irgendwann in Kevela der Polizei in die Hände. Und meine Vizepräsidentin, das ist eine Gräfin Bernslauf, da fragte die Polizei: Wo könnt ihr hin? Ja, wir sind hier mit der Gräfin Bernslauf. Wie bitte? Ja, die hat uns hierher gebracht. Also, gut. Auf jeden Fall, es gab einen Riesenstress, weil den glaubte keiner. Und dann mussten die Polizei bis zu uns führen und dann war klar, jawohl, wir waren im Auftrag der Malteser unterwegs und alles war wieder gut. Sehr schön. Sie waren gerade in Nepal. Ja. Nepal, ein Land, was ja von schweren Erdbeben vor gar nicht so langer Zeit erschüttert worden ist. Sie haben da quasi jetzt eine Dienstreise hingemacht. Was sind Ihre Eindrücke, was sind Ihre Erlebnisse? Also, das kleine Land, ein ganz sympathisches Land mit Menschen, die toll aussehen, ist schwer heimgesucht worden durch dieses Erdbeben. In den großen Städten, vor allem auf dem Land, sind viele Häuser total zusammengestürzt. Und wir waren am zweiten Tag schon dort, auch sogar mit Ehrenamtlichen, und haben medizinische Hilfe geleistet und haben jetzt ein Feldhospital dort, was ich besucht habe. Da waren am Anfang 180 Patienten, jetzt sind es 70, 80 am Tag. Und wir verteilen Lebensmittel, Zeltplanen für notdürftige Häuser und bauen jetzt auch, helfen denen Häuser wieder mit aufzubauen. Und mir wurde vorgeführt, ein kleiner Bub, der ganz am Anfang zu uns kam und ein großes Herzproblem hatte. Und das haben unsere Ärzte richtig diagnostiziert, war dann 2 Monate im Krankenhaus und wurde mir quietschfidel präsentiert und wir haben ihm das Leben gerettet. Und da können Sie sich auch vorstellen, was einen das freut. Herr Dr. Konstantin von Brandenstein-Zeppelin, ich habe es richtig rausgekriegt, bin richtig stolz. Ich freue mich, dass Sie da waren. Beeindruckende Dinge und ich glaube, Sie haben deutlich gemacht, warum die Malteser in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft so wichtig sind. Vielen Dank und als kleines Dankeschön. Ich bedanke mich sehr.